zusammen, heute soll es um das Thema gehen, wie habe ich explizit gelernt fürs erste Staatsexamen. Es geht jetzt wirklich nur ums erste Staatsexamen, weil das zweite Staatsexamen ist dann wieder was ganz anderes. Deswegen beziehe ich mich jetzt nur wirklich auf das erste Examen nach der Universitätszeit. So, ihr habt ja bereits das andere Video gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das nochmal unten. Da ging es darum, ich habe ein bisschen die verschiedenen alternativen Varianten, die man so wählen kann, fürs Lernen aufs Staatsexamen gezeigt. Und jetzt zu meinen täglichen Abläufen. Also, ihr wisst ja bereits, ich habe das Repetitorium gewählt als Vorbereitung fürs Staatsexamen. Ich habe dann angefangen nach dem sechsten Semester, also nachdem ich das Schwerpunktstudium abgeschlossen habe, bin ich gleich ins Repetitorium gegangen, Rose hin und her, hack, hack. Habe ich gesagt, alles klar, wir ziehen das durch. Hatte das zusammen mit Freunden gemacht und ja, es war sehr verschult. Wir hatten dreimal die Woche Unterricht und das wurde immer so gestaltet. Also natürlich, so wie die großen drei Themen so sind. Es gab Zivilrecht an einem Tag, es gab Strafrecht und es gab natürlich das öffentliche Recht. Im Zivilrecht wurde dann natürlich noch eingebaut das Arbeitsrecht, das Familienrecht. Alle spezielle Fächer, die zum Zivilrecht gehören, waren alle integriert. Genauso beim öffentlichen Recht, das Baurecht, Polizeirecht, was auch immer. Strafrecht halt, wie das Strafrecht so ist. Und da natürlich auch das Strafprozessrecht integriert. Und so war das dann. Wie genau die Tage jetzt gelegt waren, war immer unterschiedlich. Manchmal hatte sich das auch verschoben. Aber auf jeden Fall waren drei Tage fest Repetitorium. Und da bin ich auch hingegangen. Ich bin wirklich immer hingegangen. Viele hatten nach einer Zeit einfach keine Lust mehr, weil ihnen das irgendwie zu verschult war und so. Aber ich bin wirklich, ich habe mich gezwungen und ich bin auch gependelt. Also das war jetzt bei mir so, ich habe eine Zeit lang dann nicht mehr in der Freiburg-Stadt selbst gewohnt. Aber trotzdem habe ich mir das als Pflicht gesetzt. Wie der Gedanke, ich muss in die Schule gehen. Und das war dann ziemlich den ganzen Tag. Das heißt, wirklich von vormittags bis in den Nachmittag rein ging dann der Unterricht. Und wenn man nach Hause kam, war dann auch oft nicht mehr ans Lernen zu denken. Das heißt, ich bin dann nach dem Repetitorium nach Hause gekommen, so um 5 oder so. Und dann war für mich auch der Tag vorbei. Also ich hatte im Repetitorium genug getan für den Tag. Und an diesen drei Tagen Repetitorium wurde dann auch nichts mehr gemacht. Dann war es natürlich so, drei Tage die Woche ist ja noch 4 Tage in der Woche frei. Und die habe ich so genutzt, dass ich mich vorbereitet habe. Ich habe mich auf diese drei Tage Repetitorium jedes Mal vorbereitet. Das heißt, wenn wir jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch Repetitorium hätten, dann kriegt man ja auch immer wieder die Fälle ausgeteilt, die das nächste Mal besprochen werden. Und die Fälle habe ich mit nach Hause genommen, genauso wie die Fälle, die im Unterricht besprochen wurden. Und dann ging es bei mir so. Am Donnerstagmorgen bin ich aufgestanden, um 8 Uhr habe ich angefangen. Das heißt, ich war mal kurz vor 8, bin ich wach geworden, ich bin nicht so der Frühstücker. Das heißt, um 8 saß ich bei mir zu Hause am Schreibtisch und als erstes wurden die Fälle nachbearbeitet, die die Woche besprochen wurden. Das heißt, ich weiß sehr wohl noch, was man besprochen hat und deswegen wurden sie gleich nachbearbeitet. Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht gleich hintereinander nachbearbeitet. Bei mir hieß Nachbearbeiten so, ich habe die Fälle rausgeholt, man hat hier die Lösung auch dazu bekommen. Auch wenn man es besprochen hat, bin ich nochmal die genaue Lösung durchgegangen, habe mir das rausgeschrieben, was ich wichtig sah, was ich wusste, was zu lernen ist, was ich noch nicht wusste. Kurze Merksätze, ich habe dazu extra kleine Leitsordner angelegt, wo ich mit Überschrift geschrieben habe, um was es in diesen Fällen ging. Und sagen wir mal, das Thema als Beispiel ist zum Beispiel die Vertretung eines Minderjährigen. Dann war bei mir Überschrift Vertretung Minderjährige, darunter kurz zusammengefasst, was wichtig war in diesen Fällen. Und ich habe mir dann oben rechts nochmal auf die Seite geschrieben, welcher Fall das war. Das heißt, wenn ich gelernt habe irgendwann, wusste ich, wenn ich nicht ganz verstehe, um was es da nochmal ging, habe ich nochmal kurz den Fall rausgeholt, den wir besprochen hatten, weil ich ja die Nummer oben auf die Seite geschrieben hatte. Und da konnte ich dann nochmal kurz nachlesen, was es genau war, wenn ich es nicht aus meinen Unterlagen nicht bereits entnehmen konnte. So, nachdem ich am Donnerstag um 8 Uhr morgens wahrscheinlich den halben Tag oder eigentlich schon den ganzen Tag damit verbracht habe, nachzubearbeiten die Fälle. Sobald das fertig war, habe ich vorbereitet. Das ging mindestens genauso lang, meistens noch länger. Das heißt, vorbereiten heißt wirklich, jeden Fall, der nächste Woche besprochen werden sollte, habe ich wirklich ausführliche Skizzen gemacht. Ich habe mir da auch wirklich, ich habe es mir so gemacht, dass ich wirklich keine Bücher dazu genommen habe, sondern wirklich nur das, was man im Examen hat. Also das Gesetz und das war's. Einfach damit es wie in einer Prüfungssituation ist. Ich weiß, es sind nicht die gleichen Fälle, die in der Prüfung vorkommen. Es sind oft themenspezifische Probleme drin, aber trotzdem habe ich mir selbst die Aufgabe gesetzt, zu sagen,
ich gucke jetzt, was ich bis jetzt kann und was ich so aus dem Gesetz entnehmen kann. Und das war auch wirklich Pflicht, auch wenn das viele nicht gemacht haben. Ich habe die Fälle immer vorbereitet. Das heißt, wenn sie dann in der nächsten Woche besprochen wurden, war ich voll und ganz da. Ich war im Unterricht präsent. Ich wusste, was ich falsch gemacht habe. Wenn irgendwas falsch war, konnte das gleich korrigieren und konnte auch meine Lösungen diskutieren, wenn ich eine ganz spezielle Lösung gefunden hatte. So, das ging oft bei mir 2 Tage lang. Das heißt, wir sind schon am Freitag vorbei. Und dann war es so, wir hatten immer die Möglichkeit, am Samstagmorgen in der Uni Freiburg wird es so angeboten, jeden Samstagmorgen ist Examens-Klausurenkurs. Um 8 Uhr wurde Klausur ausgeteilt, die konnte man mitnehmen, die konnte man zu Hause schreiben, in der Bibliothek. Hauptsache, man war 5 Stunden später wieder da, um die Klausur abzugeben. Und ich habe es wirklich jeden Samstag zusammen mit einer Freundin gemacht, die auch gependelt ist. Wir haben uns jeden Samstag da morgens früh getroffen und haben zusammen die Klausur in Freiburg selbst geschrieben, 5 Stunden lang in Examenssituationen, also nur Gesetz, kein Reden, Pausen nur, wenn derjenige sie machen wollte, aber nach 5 Stunden war vorbei. Und das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, also wirklich diese Examensklausur zu schreiben unter Examensbedingungen, kein Quatschen. Ich bin auch nicht in die Bibliothek gegangen, weil ich ganz genau wusste, sehr viele Bücher, die mir helfen können, so viele Leute, die mich ablenken werden. Ich habe wirklich in dem Raum geschrieben, wo ausgeteilt wurde und da war auch Stille. Und das war dann mein Samstag. Ihr merkt bereits, sehr viel los. Und am Sonntag war es meistens so, entweder blieb noch irgendwas übrig, was ich von der Woche machen musste. Oder, was auch immer toll war, bei uns im Repertorium wurde einmal die Woche Klausurenkurs angeboten. Das heißt, es wurde eine Klausur ausgeteilt. Und die konnte man dann schreiben bis zu einem bestimmten Datum und die musste dann abgegeben werden. Man konnte sie auch vor Ort schreiben. Oft haben wir sie dann irgendwann nach Hause genommen und ich habe sie dann oft am Sonntag geschrieben. Das heißt, nochmal Klausur schreiben, nochmal 5 Stunden Timer setzen und wirklich unter Examensbedingungen 5 Stunden durchschreiben. Und dann, ja, war ich oft so am Nachmittag fertig, am Mittag, Nachmittag mit meiner Klausur. Die habe ich dann weggepackt, damit ich sie irgendwann abgeben kann. Und dann war der Rest des Wochenendes frei. Ich weiß, es bleibt nicht mehr viel übrig. Ich hatte oft nur den Nachmittag, Sonntag frei. Und am Montag fing auch schon das Repetitorium wieder an. Und so ging man Wochen durch. Ich habe das Repetitorium durchgezogen bis zum bitteren Ende. Ich habe noch Crashkurs gemacht, der bei uns dann noch angeboten wurde. Irgendwie, ich weiß nicht, es waren glaube ich 2 Tage oder 3 Tage Crashkurs Rechtsprechung, die ich auch immer nachgeschlagen habe. Genau finde ich das auch sehr wichtig. Ich habe die Use abonniert gehabt. Und da habe ich wirklich immer kurz durchgeguckt, was es so gibt. An meiner Pendelzeit, wenn ich im Zug saß, hatte ich die Use oft dabei, die juristische Schulung, wer sie jetzt noch nicht kennt, und habe da einfach immer durchgeblättert. Ich fand die Use besser als die NJW, auch wenn die NJW eigentlich noch viel mehr zeigt. Aber die Use kam einmal im Monat und das hatte mir gereicht. Und da habe ich einfach immer ein bisschen durchgelesen, was so die neueste Rechtsprechung ist. Weil letztendlich Examina ist neueste Rechtsprechung. Sehr viel Standard natürlich, aber auch oft neue Rechtsprechung drin. Deswegen war es immer wichtig zu gucken. Bei uns im Repetitorium war auch sehr toll, dass wir immer auf den neuesten Stand gehalten wurden und immer neue Rechtsprechung vorgetragen bekommen haben. Und ja, so war es dann. Und bei mir war es dann so, ich habe dann auch den Freischuss geschrieben nach dem 8. Semester. Ich habe also 10 Monate nur Repetitorium gemacht und dann bin ich gleich ins Examen gegangen. Ich wusste, ich bin jetzt vorbereitet, das Hinausschieben wird nichts bringen. Es wird mir nur mehr Angst machen, mehr Druck. Und ich habe mir gedacht, der Freischuss, da kann man nichts verlieren. Und ich bin reingegangen und dann hat es auch gleich super geklappt. Und das war super und das kann ich nur jedem empfehlen, der sich rangehalten hat. Habt keine Angst, wenn ihr die Möglichkeit für einen Freischuss habt, dann macht das. Der Freischuss bereitet euch nochmal viel stärker darauf vor, wenn ihr dann nochmal reingehen wollt für Verbesserungsmöglichkeiten. Auch wenn ihr rauskommt, 4 Punkte im Freischuss, 4 Punkte haben oder nicht haben, das ist eben das Große. Am Ende habt ihr ein erstes Staatsexamen, danach könnt ihr noch immer in den Verbesserungsversuch gehen. Jedenfalls ist das so in Baden-Württemberg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob jedes Bundesland das anbietet, aber das war wirklich sehr hilfreich und so habe ich das gemacht. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Vorbereitung. Bis dann, tschüss!